äußerst beunruhigende Liveaufnahme. Das ist der Veteran Pacific Reaktor bei Seattle. Zeugen berichten, sie hätten Gewehrschüsse gehört, gefolgt von einer Explosion. Es folgt eine Live-Einspielung, Rohmaterial. Offensichtlich eine Ansprache des KVA-Anführers Hades. Liebe Mitbürger dieser Welt, heute habt ihr Angst. Ihr habt Angst, weil ihr aus euren Schlummern geweckt wurdet. Es gibt Tage, die vergisst man nicht. Manche Momente brennen sich auf ewig in unser Gedächtnis ein. Wo waren Sie am Tag, als alles anders wurde? Vor 4 Jahren wollte ein Mann unsere Welt zerstören. Wollte ein Mann Dunkelheit über uns bringen. Dachten wir, wir würden es niemals überstehen. Doch das haben wir. Zusammen. Als sie verwundbar waren, gaben wir ihnen Kraft. Als sie krank waren, boten wir ihnen Heilung. Als Chaos herrschte, sorgten wir für Ordnung. Stabilität, Sicherheit, die Chance auf einen Neuanfang. Wer wir sind? Wir sind der Weg nach vorn. Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf. Wir spielen Call of Duty Ghosts Advanced Warfare im Singleplayer. Und wir warten auf den lustigen goldenen Strich da unten rechts, dass er sich voll lädt. Und wir weitermachen können mit dem abgefahrenen Scheiß, der hier passiert. Oh Mann, also Reaktoren sind hochgegangen auf der ganzen Welt anscheinend. Und Atlas rettet sie. Die Welt. Das finden wir natürlich total gut. Willkommen in Detroit! 2,5 Millionen Menschen, alle in Lagern wie diesem. Echt kein Urlaub, aber sie haben Nahrung, Wasser, Sicherheit. Alles dank Atlas. Und jetzt hat die KVA die Eier nebenan einzuziehen. Leck mich. What? Wie Eier? Was? Lecken? Was willst du von mir? Du siehst scheiße aus. 22 Tage am Stück. Redest du mit mir? Mach keine Pause. Und wir auch nicht. Verstanden. Sie wollten die Leute im nächsten Monat zurückbringen. Dann ist die KVA aufgetaucht. Jetzt ist alles abgeriegelt. Sie beschützen unser Ziel. Sind wir noch dran an ihm? Dr. Pierre Danois. Er ist im Innenstadtkrankenhaus. Haben grünes Licht. 4 Jahre Jagd auf Hades und seine rechte Hand klopft einfach so an der Tür. Das ist brillant. Was war denn hier? Liegt da einer? Nee. Hä? Hab ich verguckt. Hey, ich gehe genauso schnell wie die. Ist das nicht geil? Guck mal. Nicht vergessen, ein Paket pro Sektor. Oh, Pakete. Ist was für mich dabei? Ist was für mich dabei? Die neue PS4! Das ist Shit, den man in so einem Lager haben will. Na toll, meine Xbox ist kaputt. Okay, können wir? Was ist los? Warum bleiben wir stehen? Gideon. Ach, guck mal, die spielen Ball. Das ist so süß. Und das in so schweren Zeiten. Ja, man muss den Kopf oben halten, ne, Jungs? Ne? Das ist ja euer Motto. Ist auch mein Motto. Kann ich mitspielen? Gideon geht mir auf den Sack. Der guckt immer so komisch. Was ist denn los? Ja, ich komm mit. Scanne auf Isotope. Bitte warten. Was denn jetzt? Wow, ich will auch gescannt werden. Achso, bin ich hier. Okay. In Detroit, Boss. Eine leere Stadt ohne Polizei oder Augenzeugen ist ein guter Ort, um etwas zu verstecken. Oder jemanden. Okay, viel Glück da draußen. Was, redest du mit mir? War das jetzt ernst? War das ernst gemeint? Fertig? Ja, die Bike. Willst du mich verarschen, Digga? In Ordnung. Aufsteigen. Oh, geil. Oh yes. Oh, that's what I'm talking about, bitches! Mit mir synchronisieren. Autopilot aktivieren.
Was denn? Wieso das denn? Autopi... Bravo 2-1. Der Doktor hält Position im Krankenhaus. Die Uhr tickt. Verstanden, Prophet. Bei Kontrollpunkt Blau in 5. Nicht vergessen. Wir brauchen ihn lebend, um Hades zu finden. Verstanden. Bravo, Ende. Okay, also ich steuere das Ding nicht. Das war dann zu schwer zu programmieren, oder was? Oh ja, den Weg wäre ich jetzt auch geflogen. Das war... Befehl 5527. Einen Moment. Vier Agenten auf Bikes wollen rein. Befehlsnummer 5527. Guck mal nicht so an, Digga. Du weißt ganz genau, dass ich nichts gemacht habe. Ich hab gestern mit deiner Mutter geschlafen! Du kriegst mich niemals! Er hat schon richtig geahnt. Bravo 2-1. Passieren Linie Delta. Wachsam bleiben. Wachsam bleiben. Doch noch nicht mal das Ding hier steuern. Ich kann nicht glauben, dass das Detroit ist. So viel hat sich nicht geändert. Warum wurden wir eigentlich gescannt? Nach was wurden wir gescannt? Nach Krebs? Und wenn wir jetzt Krebs gehabt hätten, warum hätten wir denn nicht durchgedurft? Ich verstehe das nicht. Okay, aber das macht hier... Das hat schon Atmosphäre, ne? Muss man sagen. Sammelpunkt direkt vor uns. 12 Uhr. Sammelpunkt. Prophet, Bravo 2-1 beim Sammelpunkt. Bereithalten. In Bereitschaft 2-1. Mitchell und ich nehmen die nördliche Seite. Ich bin Mitchell. Treffpunkt Bates Street. Verstanden. Warte mal, das Kabel nervt hier gerade. Okay, ich hab's. Soll ich vorgehen? Hast du Angst? Aktivität 100 Meter nordwestlich von eurer Position geortet. Wir halten die Augen offen. Okay. Das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Also das, was er gesagt hat. Over. Okay. Was geht ab? Beim Fahrzeug voraus. Es sollte niemand in diesem Sektor sein. Okay. Einsatzvorgabe beachten. Leise bleiben. Noch nicht leise bleiben. Aber es ist dunkel hier drin. Hast du Licht dabei? Hast du eine Lampe? Oh ja. Du hast wirklich eine Lampe. Habe ich auch eine Lampe? Oh, ich habe auch eine Lampe. Ha! Prophet, sind bei Kontrollpunkt Blau. Durchqueren die Schule. Verstanden. Wir haben euch. Soll ich mal vorgehen? Du hast Angst, ne? Du hast ein bisschen Angst. Ich merke das schon. Komm hier nicht durch. Kannst du mal was machen? Kannst du hier irgendwas machen? Aua! Wer war das? Wo bist du? Oh. Hast dich erschrocken, ne? Hast Angst, ne? Ich wusste es. Du Pussy. So, hier ist keiner. Alles gut. Was ist denn jetzt? Sicher. Also noch nicht, aber gleich. Scheiße. Oh shit. Okay, was meinst du? Selbstmord? Leichen. Ja, das habe ich. Schutzanzüge fehlen. Schutzanzüge gelten jetzt als Feinde. Verstanden. Wenn die KVA getarnt vorgeht, könnte es mehr von ihnen geben, als wir dachten. Das mit den Schutzanzügen habe ich jetzt nicht verstanden. Mitchell, die Tür. Ja, was soll ich machen? Soll ich die mal aufmachen? Du hast Angst, ne? Ich mach die mal auf. Tür, Mitchell. Ja! Oh. Geh mir auf den Sack. Mann, also dieser Gideon, ne? Ich weiß nicht, ob der euch sympathisch ist. Bleib hoch. Aber ich könnte den ganzen Tag lang verprügeln. Okay, hast du? Kommst du? Alles gut. Wieso haben wir eigentlich solche Angst? Wir sind doch total krasse Atlas-Soldatentypen. Mit so Exoskelett-Dingern. Also, ja, schon ziemlich geil. Wo lang? Ah ja, da wo ich eh schon die ganze Zeit war und auf dich gewartet habe, meinst du? Okay, das ist eine gute Idee. Hast du noch so eine Idee vielleicht? Sollen wir vielleicht da lang gehen? Oh, das ist wirklich eine sehr gute Idee. Wenn ich jetzt auf Feinde treffe, meinst du, ich soll auf die schießen, oder hast du da eine andere Theorie?
Das würde mich jetzt wohl interessieren. Können wir aber bitte mal drüber reden? Oh. Oh. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Was hast du gesagt? Passieren lassen? Das sind ja auch nicht die Droiden, nach denen sie suchen. Die hätten uns längst gehört. Oh, oh. Autsch. Shit. Nimm die Waffe. Halt durch, ich komm runter. Halt durch. Also noch habe ich meine Hand ja, ne? Oh! Mist. Versuch die südliche Seite zu erreichen. Wir treffen uns dort. Ich habe meine Waffe verloren, ne? Ich habe meine Waffe nicht. Ich habe meine Waffe nicht. Kann ich fisten? Hier ist einiges los. Versteckt bleiben. Oh. Jetzt spielen wir Alien Isolation ohne Alien. Und ohne Isolation. Okay. Wo ist der hin? Ich könnte den ja fisten, ne? Aber komm, lassen wir das. Wo? Oh. Ich bleibe versteckt. Was? Nein, alles gut. Spaß nicht. Wow. Du Nacken. Das hättest du nicht tun dürfen. Wow, wer schießt? Geh mir nicht auf den Sack. Du Vogel, ich mache dich kaputt. Meine Lampe geht nicht mehr. Gideon! Gideon, kann ich dir helfen? Ich sollte ja leise bleiben, ne? Tja, der Plan ist nicht aufgegangen. Das hätte ich euch aber von Anfang an sagen können. Hauptsache, die Mission bricht dann nicht ab. Sowas liebe ich ja, ne? So muss ich lang, ich muss da lang. Aber ich gehe nochmal kurz hier lang. Ah, da ist nichts. Okay, dann gehe ich wieder da lang. Yes! Oh, ich habe so gehofft, dass der Kopf abgeht. Wow! Der Zug ist da. Wow! Erschreck mich nicht, du Scheißpuppe. Gidi! Gidi! Alter! 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 F! Yo! Oh, yes! Ey, selber schuld! Ja, ja, komm mal ran hier. Ich hab hier was für dich. Oh! Schon wieder selber schuld. Ja, jetzt schrei mich nicht an, Digga. Schießt du auch oder versteckst du dich nur? Die Waffe ist gut. Oh, Hunde. Ah, 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 ah. Wow, wow, wow. Was war das denn? Ich bin fast tot. Gideon, machst du mit? Fuck. Oh. Erzählst du mir wirklich, dass wir gerade Kontakt haben? Feindkontakt? Eine sehr interessante Information da von dir für mich. Warte mal, hier. Warte. Da oben schon wieder. Hab ich die jetzt? Hunde, ich höre Hunde. Ich habe Hunde gehört. Ey, da steht einer. Komm ich hier durchs Auto durch? Meine Muni ist alle gleich. Ich brauch Moon. Okay, jetzt. Munition. Gib her das Ding. Oh, fuck. Das Rohr ist scheiße. Das Zielfernrohr. Hab ich. Oh, oh, oh. Da ist noch mehr. Also die Waffe an sich ist ganz geil. Aua! Gideon, Mann! Kannst du auch irgendwie auch mal was machen hier? Das kann ja wohl nicht sein. Ich muss hier mal die AK-12 nehmen. Oh, Gideon. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Das ist noch einer. Aua! Sag mal!
Granaten denn jetzt her? So, hier war noch einer. Doch nicht. Joker, wie ist die Lage? Sind am Treffpunkt in der Bates Street. Die KVA ist überall. Feuerfreigabe. Sind fast da. Hab ich. Oh. Welche Sanitäter denn? Als wenn die so Sanitäter dabei hätten. Also das hätten sie sich auch mal überlegen können, ne? Kann ich da durchschießen? Jo. Oh, der lädt schön schnell nach. Du. Komm her. Oh. Wo ist es denn? Ich muss nachladen. Oh, Granate. Haben wir den? Lebt er noch? Jetzt stirb! Nix Overdrive. Oh. Okay, doch Overdrive. Okay, das war schon mal ganz gut. Geht aber besser. Laser mich nicht an! Sonst laser ich dir einen rein. Das ist ein altes Sprichwort. Ist von meiner Großurgroßmutter. Großurgroß. Ich kenne das Spiel. Bewegung. Ist das ein Snipergewehr? Oh ja. Schwing! Wer ist das denn? Ist das Gideon? Nee, ist der Joker. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Status des Doktors. Haben biometrische Ortung. Immer noch im Krankenhaus. Gut, wir müssen weg. Los jetzt. Die Straße bietet keine Deckung, Boss. Was? Das ist unsere Deckung. Krankenhaus noch 100 Meter entfernt. Los. Wo? Joker, boah, der schießt noch auf mich. Deckung. Von wo denn? Schieb. Digga, hier sind 1000 Leute. Die töten uns. Wenn wir jetzt schieben. Warum machen wir das nochmal? Macht voll Spaß. Können wir mal Pause machen? Warte mal. Können wir die erstmal genau so ein bisschen wegschießen und dann können wir weitermachen. Warte. So was. Wow. Komm mal. Dieser Joker da hinten, ne? Macht der überhaupt irgendwas? So, theoretisch. Kommen die über Nacht hier, oder was? Sollen wir schieben? Die hinter uns, oder was? Ach, guck mal einer an. So, ich könnte wieder eigentlich. Komm. Gidi. Oh, Hunde. Ich höre Hunde. Okay, komm, ich schieb jetzt einfach mal. Es muss aber vorangehen hier. Oh, das war Gideon schon wieder. Der Doktor ist in der Nähe. Ach, den ich nur ganz zufällig angeschossen habe. Du und deine Sanitäter. Blendgranate. Wo denn? Ah ja, danke. Vielen Dank. Ja, super. Nee, Gideon, also die war richtig gut geworfen. Also wenn du mal was richtig gemacht hast, dann das jetzt gerade. Du hättest sie mir auch einfach direkt ins Auge legen können. Dass wir genauso
gut gewesen. Blendgranate! Ach so, das war gar nicht von dir, das Ding. Okay. Ich nehme alles zurück, du bist geil. Ich seh nix. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles hier weggemacht, was wegzumachen war. Du hast mal wieder nichts gemacht. Gideon. Aber ist okay. Ja? Wer kann, der kann. Wer nicht kann, heißt Gideon. Aua. Oh, hier ist einer drin. Okay. Irgendwo hier rechts ist noch einer. Oh, das ist unser Kumpel hier. Wo muss ich hin? Hier ist falsch. Da, Mitchell, die Tür auf. Ja, ja, und du? Du legst dich so lange noch ein bisschen hin, oder was? Ja. Wie. Mann, schreit! Ey, ich hab eh gedrückt. Yeah, bitch. Und bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Oh! Okay, das ist also unser Freund. Habe ich mir jetzt gemerkt. Bams! Woher soll ich das eigentlich ahnen, dass der das ist? Nicht schießen! Mitchell, schnapp ihn dir. Wie er ihn auch tatsächlich schnappt. Gesehen? Ich sage nichts. Ja, das sagen sie alle. Und dann fangen sie an zu schreien. Glauben Sie, das ändert was? Sie wissen nicht, wozu er fähig ist. Wir sind alle tot. Nicht heute. Einpacken und mitnehmen. Mit Vergnügen. Mitchell, zu mir. Voll witzig. Das war einpacken mit dem Höf. Verstehst du? So ein Paket. Ach, Gideon. Du solltest Stand-up machen. Hi. Na, kennt ihr das? Man ist Atlas-Soldat und plötzlich lacht keiner mehr über die Witze von einem. Ah! Ist okay. Ist okay. Du sagst ja gar nichts. Aua! Was zur Hölle? Oh mein Gott, irgendwer rettet mich gerade. Unsichtbare Atlas-Typen? Hoffentlich. Ist Gideon tot? Oh Mann. Feindliche Truppen sind im Anmarsch. Wir geben Deckung. Nehmt den Doktor und bewegt euch. Ich würde lieber wissen, wer mich schützt. Das ist geheim. Ist das eine gute Idee, Boss? Wir haben wohl keine Wahl. Also, die beschützen uns, oder was? Verdammt, was war das? Keine Ahnung. Auf die Bikes, los! Wo sind die Bikes? Ah, okay. Also, Action-Einlage, wie in dem anderen COD, ne? Aber da im Schnee, wisst ihr doch? Los, los, los! Diesen Jetski-Dingern? Ach, jetzt darf ich steuern plötzlich. Das finde ich gut. Ich habe mich die ganze Zeit aufgeregt. Ja, jetzt geht's. Okay. Vorsicht. Wow. Wow. Oh, shit. Ich bin falsch. Ich habe mich verfahren. Ich habe mich verfahren. Warte auf mich. Warte auf. Ich hab nie einen Führerschein zu dem Ding gemacht. Das wusstest du aber. Du hast mich vorhin auf Autopilot auch mitgenommen. Wow! Okay, aber dann darf ich ja gar nicht schießen. Oh! Wow! Wow! Wieso habe ich davon irgendwo gelesen? Na gut, ich lese ja immer nicht von Spielen, weil ich mich immer nicht spoilern lassen will. Also es macht schon Sinn. Was hat er gesagt?
Heli, Aktion! Oh, ah, ah, ah! Michael Bay. Oh, Michael Bay. Diddle, diddle, die. Megan Fox. Da-da-da-da-da. Ziel ist in Sicherheit. Bring ihn zur Befragung. Gideon Ende. Dillede. Er hat mich gerettet, obwohl ich mit seiner Mutter geschlafen habe. Das ist ein ganz schön netter Typ. Okay. Ja, geil. Also, coole Mission, wie ich finde. Sehr, sehr angenehm. Gut gemacht. Gibt 100 Punkte von mir. Wobei Gideon halt immer nie was macht, aber das ist okay. Die Atmosphäre ist sehr cool. Entschuldigung, dass ich sie kaputt mache mit dem ganzen Quatsch, den ich so mache. Aber ich denke mir, so ernsthafte Let's Plays zu COD könnt ihr euch woanders angucken. Hier ist was anderes. Steht oben auf der Liste drauf. Wenn ihr versteht, was ich meine. Zwinker, Zwinker. Was verbessern wir jetzt nochmal? Widerstand vielleicht? Ich würde sagen Widerstand. Nee, Explosionsschaden. Oh Gott. Ich wollte eigentlich nur hier schreckhaft. Ach, das ist schon voll, okay. Schnell zielen können wir auch machen. Batterie brauche ich nicht, Sprint brauche ich nicht, Primärgranate brauche ich nicht. Obwohl, warte mal, steigert Gesundheit. Und hier oben haben wir was nochmal? Aktiviert Granatenerkennung. Erhöht die Kapazität für taktische Granaten. Alles total useless. Brauche ich alles nicht. Brauche ich alles nicht. Dann halt Widerstand. Okay, nehmen wir. Und da wir jetzt noch einen Punkt haben, machen wir jetzt nochmal ein bisschen schnell zielen hier. Zack. Geil. Geil. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Das war Fischkopf. Bis dann und tschüss.